kann das gerade alles nicht fassen. Heute Morgen dachte ich noch, alle Probleme dieser Welt prallen an mir ab. Und jetzt? Jetzt bröckelt auch meine Welt gerade auseinander. Lilly und Chico haben echt genug Stress. Und einer muss das ja irgendwie ausgleichen. Deshalb habe ich beschlossen, die Ruhe selbst zu sein. Und dass ich mich von nichts und niemanden heute runterziehen lassen werde. Lilly, hast du... Hey, ich brauche deine Hilfe. Ist das? Wir müssen Kasper bis zur Gerichtsverhandlung aus dem Gefängnis holen. Wir müssen was? Du willst wirklich dieses kranke Schwein, deinen gewaltigen Bruder, der mich geschlagen hat, willst du aus dem Knast holen? Leonie, ich weiß, das kommt jetzt alles ein bisschen überraschend für dich, aber ich habe mich einfach in letzter Zeit wieder mit ihm angenähert und ihm geht's einfach richtig dreckig im Gefängnis. Der bereut alles zutiefst und die kleine Shirin, die vermisst einfach ihren Vater. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Was zur Hölle ist los mit dir? Was ist mit dir? Ja, ich habe mir gedacht, dass du so reagierst und habe gedacht, ich gebe dir ein bisschen Zeit zum Überlegen und dann kannst du einfach nachher zum Laden kommen, okay? Was? Du kommst zum Laden, okay? Versprochen. Bis später. Tschüss. Was ist los? Was zur Hölle ist bitte mit Alice los? Wieso will sie Kasper jetzt auf einmal aus dem Knast holen? Und Sie meinen wirklich, wir hätten noch eine Chance, ihn rauszuholen? Ja, ich meine, Sie sind der Anwalt, Sie werden es wissen. Okay, ich melde mich dann schnellstmöglich wieder bei Ihnen, okay? Alles klar, wiederhören. Was soll die Scheiße? Wieso? Wieso tust du das? Weißt du, was du mir damit antust? Leonie, es geht aber nicht immer nur um dich. Die kleine Shirin sitzt zu Hause und vermisst ihren Vater. Er ist im Gefängnis und ihm geht's richtig, richtig dreckig da drin. Gut so, wirklich gut so. Das hätte sich dieser wahnsinnige Psychopath, bevor er Shirin entführt hat, überlegen müssen. Bevor er mich geschlagen hat. Was ist mit dir? Ist das alles auf einmal aus deinem Kopf gelöscht? Hast du das alles auf einmal vergessen? Nee, ich hab's nicht vergessen. Aber weißt du, wie schlimm es ist, dass die kleine Shirin zu Hause sitzt und jeden Tag nach ihrem Vater fragt? Und wirklich, ich habe gedacht, ich krieg das hin, auf sie aufzupassen. Aber sie braucht ihren Vater. Und Kasper, der sitzt im Gefängnis, dem geht's so schlecht, aber er tut alles, wirklich alles dafür. Er macht Therapie und er will wieder zurückkommen, auf jeden Fall. Und wenn du uns jetzt hilfst, wenn du für ihn aussagst, der Anwalt sagt, dann hätten wir gute Chancen, ihn rauszuholen. Bitte für Shirin. Alice, du, es tut mir leid. Ich weiß, es ist alles vieles, aber du bist eine starke Frau. Ich unterstütze dich dabei, wie wir schaffen das zusammen mit Shirin. Ich liebe die Kleine über alles und gerade deshalb solltest du auch daran denken. Man, Kasper ist ein Psychopath, der ist krank, der labert nur Scheiße. Ja, Leonie, ich habe mir schon gedacht, dass du sowas sagst, aber ich dachte, ich frage wenigstens dann. Du fragst wenigstens? Ja, ich krieg's auch ohne dich hin. Keine Ahnung. Das... Was hast du gerade gesagt? Du kriegst es auch ohne mich hin? Ich soll vor Gericht für Kasper lügen, nachdem er mich misshandelt hat? Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Das zwischen uns ist... Ich tut mir leid, aber ich habe dafür gerade 0,0 Verständnis. Ich kann dich nicht nachvollziehen, auch menschlich nicht, als Freundin nicht, als keine Ahnung. Ich kann nicht mehr im Brautladen arbeiten, wenn dein Bruder vielleicht jeden Tag reinschneiden könnte. Das kann ich verstehen. Dann suche ich mir jetzt einen neuen Job. Du wirst mich Shirin nicht wegnehmen. Ich werde sie weiterhin sehen dürfen. Ich werde nicht so um dieses kleine Mädchen gekämpft haben, dass ich jetzt nie wiedersehe. Okay, dann keine Ahnung. Ich lass dich freistellen, okay? Und schick dir einen Aufhebungsvertrag und dann was ist nämlich an? Dann war's das. Ich jetzt. Ich kann das gerade alles nicht fassen. Heute Morgen dachte ich noch, alle Probleme dieser Welt prallen an mir ab. Und jetzt?
Jetzt bröckelt auch meine Welt gerade auseinander. Hey, Jan. Hey. Blum. Oh, nein, nein, tut mir leid. Scheiße. Kacke. Ich kauf dir ein neues... Scheiße. Tut mir leid. Jo, das war nur ein Kuchen. Was ist denn los? Wo hast du den her? Ich kann den neuen kaufen, wenn du willst. Das war hier um die Ecke. Nee, aber du... Ist irgendwas passiert? Ich habe meinen Job gekündigt. Oh nein. Also ich konnte nicht anders und... Mann, das war mein absoluter Traumjob. In Brautmundland, das war der Job. Und jetzt bin ich arbeitslos, muss irgendwie über die Runden kommen, weiß aber nicht wie, weil jetzt die WG auch noch teurer wird, dadurch, dass Paco ausgezogen ist und gerade über die 7 Weltmeere schippert. Und die Stimmung in der WG ist einfach nur scheiße. Lilly und Chico sind getrennt. Jetzt ist Paco auch noch weg. Ich habe nicht mal irgendjemanden, wo ich mich ausheulen kann. Und jetzt laber ich dich hier voll, schmeiß deinen Kuchen runter. Das ist vollkommen okay, ja? Wirklich. Scheiß immer auf den Kuchen. Es tut mir leid, dass das gerade bei dir alles so ein bisschen blöd läuft. Ich weiß, wie gerne du im Brautmodenladen gearbeitet hast. Und Paco kann ich dir jetzt leider nicht aus dem Hut zaubern, aber ich habe auch ein offenes Ohr für dich. Das weißt du. Danke. Ich kaufe dir einen neuen Kuchen, dann können wir... Nee, ich habe noch eine Idee wegen Job und Geld. Wir suchen im 51 und im Hostel immer Personal. Und ich weiß, dass du gut bist, du bist verlässlich, du bist gewissenhaft und... Wirklich jetzt? Da wäre vielleicht ein Platz frei? Ja, wo du möchtest. Bar, Hostel. Hostel wäre mega interessant. Ja? Also, wirklich jetzt, Jan? Klar, kein Problem. Ich meine, ich wollte jetzt direkt hin und... Okay. Dann quatschen wir mit George und... Ich mache schon... Oh Gott. Hier rüber hätten sich sonst vielleicht die Tauben gefreut, aber... So unangenehm. Oh mein Gott. Ich mache besseren Kuchen. Ich back einfach im Hostel ein. Und dann quatschen wir mit denen und dann kriegen wir das schon. Alles mit. Kann ich hier irgendwie helfen? Ich glaube nicht so richtig. Also ich bin hier mit Jan, der hat mich hier quasi kurz geparkt, weil er irgendwas gerade erledigen muss. Und genau, ich will mich gleich seinem oder beziehungsweise eurem Chef vorstellen, weil ich vielleicht hier anfangen werde. Ach so, ja, ich bin Tess, George mein Bruder. Der ist aber gerade nicht da, Robert, wolltest du das sagen? Was ist das denn? Sag mal, ich hab dir das noch ganz anders gezeigt, oder nicht? Was soll das sein? Mein Gott, wo ist das Muster? Wo ist das Muster? Bist du so einzig blöd, oder was? Mit solchen kleinen kann man das ja auch nicht machen. Also, dann mach zeig dir das mal zu. Alle aufmachen, das weg. Kannst du nicht schmeißen. Schmeiß einfach weg, okay? Hallo. Also. Entschuldigung. Okay. Keine Gäste. Nee, ich bin quasi kein Gast. Jan hat mich hier mit hergenommen, weil ich mich vorstellen will. Ich will vielleicht bei euch anfangen als eine Mitarbeiterin. Ich bin Leonie Teilwart. Ja, weiß ich aber nicht mal. Wer? Jan? Also der Jan? Ist auch hier, der muss gerade irgendwie. Der Koch? Ja? Der hat hier gar nichts zu melden. Okay? Wir brauchen hier wirklich nicht noch mehr ungelerntes Personal. Ich kann. Leonie? Komm. Wiedersehen. Ich zeig dir jetzt noch einmal. Robert gehört die Hälfte vom Hostel, aber der hat vom Personal gar keine Ahnung. Ja, merkt man. Okay, egal. Weißt du was, ich hab keinen Bock auf sowas und ich will keinen Stress oder so. Deshalb, ich sag gleich noch Jan kurz Tschüss und dann bin ich weg. Komm mal, du kannst im Zimmer 502 gehen und da ist George. Da könntest du vielleicht mit ihm reden. Und sicher? Ja. Okay, dann sagst du Jan kurz Bescheid. Mach ich. Ja? Okay, danke. Wow, was für ein Chaos. Will ich hier wirklich arbeiten, nachdem ich im Brautmodenladen den Himmel auf Erden hatte? Aber was habe ich für eine Alternative? Zum Jobcenter rennen wie Lilly und Chico will ich nicht. Oder was ist eine Tür? Tut mir leid. George, wir kennen uns, oder? Also, du kannst dich schon sehen, ich bin Leonie. Ich bin hier, weil ich mit dir reden wollte. Ich hab unten schon was. Du willst nicht mehr reden. Was willst du mit mir reden? Was? Ja, Robert und. Robert ist mir scheißegal, was mit Robert ist, Allah. Ich wollte dich echt nur was kurz fragen, also wenn du kurz Zeit hast. Nein, ich hab grad keine Zeit und keinen Bock, okay? Ich hab heute frei. Das heißt, es ist mir scheißegal, was du von mir willst oder sonst was. Laber mich nicht zu, lauf mir nicht hinterher oder so ein Scheiß. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Okay.
weiß es nicht. Was ist George bitte für ein Arschloch? Und von diesem Robert will ich gar nicht erst anfangen. Richtig ekelhafte Art. Robert, gebe ich dir recht. Ist ein richtiges Ekelpaket. Aber George ist eigentlich echt okay. Der hat gerade eine schwierige Phase und ist deswegen wahrscheinlich ein bisschen blöd. Ach so, ja, das muss uns unfreundlich sein, ist klar. Wir reden jetzt mit Carlo und dann wird das bestimmt super. Lieber Schäbige Nachtschicht. Genau. Und, als George ist mein Chef. Die Tische noch einlegen, die anderen Gäste gleich kommen. Chefe! Dass du vielleicht. Hey, servus. Ja, was ist das? Gut, hier. Hey. Ein wunderschönen guten Tag. Grüß euch. Merkt das. Und deswegen habe ich Verstärkung mitgebracht. Ihr kennt euch ja bereits. Und Leni würde hier gerne anfangen. Ja. Ja, das ist mega lieb gemeint. Aber können wir da vielleicht morgen drüber sprechen? Ich habe da gerade echt keinen Kopf für. Ja, ich weiß, was deine Ängste sind, dass sie unerfahren sein könnte. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet, sie ist eine Eins. Genau, und gerade wenn viel los ist, ich könnte direkt anfangen. Ey, guck mal, ich habe ja extra heute eine Zeitarbeiterfirma bestellt. Und, warte mal, kannst du bitte noch mal kurz bitte an Tisch 83 gucken, dass sie ihre Getränke bekommt? Gehst du auch mal mit an Tisch? Ja, das kannst du. Ja, wir quatschen noch. Ey, ganz kurz, die Party, die Leute hier haben, darfst du fahren. Ey, ich wusste nicht, dass er eine Zeitarbeiterfirma auch ist. Aber guck mal, du kannst ja einfach hier warten und später, wenn die Party im vollen Gange ist, hat Carlo auch mehr Zeit. Und okay, das ist super lieb gemeint, aber ich glaube, ich verpiss mich einfach in die WG. Soll nicht sein, es ist mein Tag, ich habe einen Pechsträhne, ist halt so. Das kannst du natürlich machen. Da sind ja auch nur Lilly und Chico, die den ganzen Tag streiten und wo schlechte Stimmung herrscht. Oder du wartest hier, ich mache dir einen Valentinstag-Special-Cocktail und dann... Was? Was für Cocktail? Ein Valentinstag-Special-Cocktail. Ja, die Sitzung hat er sich ausgedacht. Komm schon, bitte. Wir ja, das okay, vielleicht ist das dann. Okay, ich gehe mich schnell umziehen und dann bin ich bei dir, ja? Ich hätte Carlo auch einfach irgendwie Bescheid sagen können, dass ich vorhabe, mit dir vorbeizuschauen wegen der Probearbeit. Merkst du selber, Jan. Ich habe einfach eine scheiß Pechsträhne, ist aber so. Nein, hast du nicht. Doch. Das ist ein blöder Zufall, keine Pechsträhne. Das ist Pech. Kurze. Jo, Jan, kriegen wir irgendwie vier Kurze? Das ist krass, wirklich. Vier, aber vier. Zwei für mich und eins für dich. Ist das möglich? Super, Jungs. Dankeschön. Jungs, ich würde sagen, auf euch. Wie kann man so. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist der letzte, den ich hier gerade ziehe. Das glaube ich dir. Und du musst mir aber wirklich auch glauben, dass George eigentlich anders ist. Der hat gerade eine Scheißphase. Das ist einer der lustigsten und nettesten Menschen, die ich kenne. Scheißphase, hin oder her. Man muss trotzdem nicht wieder das allerletzte Arsch holen. Ja. Wir brauchen eine zweite Runde. Ich bin sofort bei euch, ja? Ich hoffe, der erkennt mich jetzt hier nicht auch noch und labert mich irgendwie dumm voll. Da habe ich mich gar kein Gut drauf. Das kann ich verstehen. Danke für den Snack. Warte ganz kurz, Carlo, können wir vielleicht jetzt kurz... Sorry, ich kann nicht. Ja. Mann. Aber ich verpiss mich jetzt bis nach Hause. Ich bete zu dem Gott, dass sich Lilly und Chico mittlerweile die Seele aus dem Leib geschrieben haben in den großen Streitereien und einfach müde im Bett liegen. Und da gehe ich jetzt auch hin. Am besten träume ich noch von meinem beschissenen Leben. Oh, wann hat das alles mal ein Ende, diese Pechsträhne? Ich weiß, heute lief eher so semi-optimal. Aber morgen ist ein neuer Tag mit einem neuen Kapitel und einer neuen Chance. Und dann sprechen wir in Ruhe mit Carlo und dann wird das auch was. Ja, ich weiß, es ist total lieb gemeint, aber wenn ich so recht darüber nachdenke nochmal, dann... Guck mal, ich komme aus meinem zuckersüßen Brautmodenladen, wo alles so ruhig und idyllisch war. Und will mich hier direkt ins Nachtleben stürzen, wo sich jede Nacht irgendwelche anderen Besowskis fühlen und es total asozial ist. Dann tu mir nur den Gefallen und schlafe nachts drüber, ja? Danke für alles, wo du bist, was. Gerne. Und du meldest dich, wenn du sicher zu Hause bist, ja? Mach ich. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hey. Ciao. Ciao. Was sagt man zu einer alten so auch? George, hallo. Du fasst mich nicht an, mein Freund. Bist du doof oder was? Okay, er ist total betrunken, er ist zu beleidigt, er ist total betrunken. Ich bin nach Hause. Ist schon vorgekommen. Ja, meiner, Digga. Wie geht das? Mach doch weg, komm. Bist du doof oder was, Mann? George! Ich bringe ihn nach Hause. Du bringst mich bestimmt nicht nach Hause, okay? Keiner bringt mich nach Hause, außer
Ich, meine zwei Beine bringen mich nach Hause, okay? Brauchst du nicht. Wo ist mein Getränk, Hannes? Wo ist mein Getränk? Hallo! Was ist los? Hallo! Alter, ein bisschen mitarbeiten wäre cool, wirklich. Ich glaube, ein Glas Wasser wäre ganz gut. Ich glaube auch. Also, für mich. Trinken. Boah, du stinkst, Junge. Ein kleines Bier. Nee, ich will jetzt gar kein so, Bier. So, hier ist dein Bier. Kriegst du nichts mehr mit? Trinken. Stinkt's ja so widerlich. Weißt du was, ich. Geh schon mal vor, ich krieg das hier irgendwie. Ja, irgendwie hin. Okay, falls was ist. Ich komm gleich. Oh Gott. Geht's? Ich kenne dich. Ja. Du hast auch genau. Ich kenne dich. Schlechtes Gewissen wenigstens? Ja, du hast mich richtig angepumpt heute. Und ich tue heftig hier auch noch, wirklich. Ich bin viel zu gut für diese Welt. Ich hab das. Was? Pass mal auf. Alter, du stinkst. Oh. Nee, nee, nicht mich an. Oh mein Gott. Alter, ich glaub. Hammer. Muss ich nach diesem tollen Tag auch noch Babysitter für dieses besoffene Arschloch spielen? Aber ich kann ihn ja auch schlecht alleine lassen. Nicht, dass ihm noch irgendwas passiert in dem Zustand, oder? Ja, nee, ich glaube, du suchst jetzt besser einen anderen Job, okay? Also, sorry, George, aber ich glaube, du bist mir einen klitzeklein gefallen. Bist du mir schuldig, Niklas, oder? Dankeschön. Scheiße. Nein. Scheiße. Was soll ich, Leonie? Scheiße. Ich bin ganz kurz zum Geburtstag. Was?